2016 hat zwar schon angefangen, aber ich habe meine Projekte nochmal strukturiert und ich erzähle euch jetzt, was auf euch zukommt. Die Technikvideos, die Technik-Spotlights machen mir sehr viel Spaß zu drehen. Die haben nur ein bisschen viel Aufwand, das heißt, da werden nicht so viele Videos rauskommen zu. Ihr werdet immer wählen dürfen, welche Technik als nächstes kommt. Und ich will das auch so, sagen wir mal, jede wichtige Technik, die es in Klarträumen gibt, als Video verpacken. Nur das dauert dann immer ein bisschen und ich habe jetzt auch mein SSILD-Technik-Spotlight am Drehen und da ist auch ein Geheimgast dabei, das werdet ihr aber dann sehen. Ich freue mich schon, das zu releasen, ich muss es aber noch fertig drehen. Die Quick-Tipps sollen sowas wie ein Archiv sein, das heißt, man sucht einen Begriff übers Klarträumen, Autofahren im Klartraum, Sex im Klartraum, Fliegen, Essen, egal was man möchte. Und dann sucht man nach diesem Video und guckt sich das an und man weiß sofort, wie das geht, was ich da für Erlebnisse habe. Und das soll so ein bisschen Lexikon-archivmäßig sein. Ihr könnt einfach auf meinem Kanal nach dem Begriff suchen und findet dann das Wort. Ich möchte da sehr viele von raushauen. Das heißt, es werden mehr kommen jetzt in nächster Zeit und auch schneller hintereinander. Das ist nicht so aufwendig wie die Technik-Spotlights, aber die machen natürlich genauso viel Spaß. Und da könnt ihr euch darauf freuen, dass das jetzt immer in regelmäßigeren Abständen kommt. Hylonas.com ist eine Seite, die sieht jetzt so aus, wie ich sie von Anfang an haben wollte. Nur der Content ist halt ein bisschen, sagen wir mal, nicht vorhanden. Es gibt ein kleines FAQ und die zwei Tage vorher Videos, Preview oder Pre-Release-Aktion, die ich da gestartet habe, aber contentmäßig ist da noch nicht viel. Deswegen möchte ich gerne das FAQ so erweitern, dass man einfach nur die Frage sucht und sofort eine präzise Antwort darauf erhält. Und zwar ein riesig großes FAQ. Da muss man sich nicht durch die ganzen Foren oder durch ganzen Internetseiten kämpfen oder Videos, bevor man eine Antwort auf eine Frage bekommt oder warten muss in den Kommentaren zum Beispiel. Und da könnt ihr mir auch helfen, schickt mir einfach eure Fragen und vielleicht auch sogar eure Antworten schon auf Facebook oder AskFM, je nachdem, wo ihr mich verfolgt habt. Und eine Sache noch, die Q-Lounge wird leider vom Netz genommen, weil die hat nicht so viel Sinn ergeben. Es waren zu wenig Leute da für das Geld, das ich da bezahle. Aber es gibt eine Lösung und zwar KT-Forum, also kt-forum.de. Da gibt es einen Chat, da könnt ihr mit anderen Klarträumern chatten und das macht auch Spaß, da sind coole Leute. Guckt einfach da vorbei, kt-forum.de in dem Chat. Und die Q-Lounge wird jetzt am 14. oder 13. vom Netz genommen. Meine Filme, die ich schon seit dem ersten Kanal eigentlich drehen wollte, die werden 2016 auch gedreht. Das heißt, dieser Sketch und zu Ghost Town, das wird ein bisschen Depri-mäßig in Kassel in der Nacht wird das gedreht. Und die werden rauskommen. Ich brauche nur noch eine große Halle, die ich mieten muss für diesen Sketch, den ich da machen möchte. Das wird aber alles geplant. Und da werden wir dieses Jahr die Filme auch sehen. Ich möchte auch in die Stadt gehen und irgendwelche Leute befragen, was sie zum Klarträumen halten, was sie in ihren Träumen mal machen würden. Das ist aber was, was ich noch planen muss. Das heißt, da steht noch gar nichts. Vielleicht mit dem Mikro irgendwie durch die Stadt ziehen. Das dauert aber noch ein bisschen, bis ich da irgendwie was festgesetzt habe. Jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr, was könnte man noch in Videos verpacken? Was findet ihr? Welche Ideen waren gut von meinen, welche nicht? Wo habt ihr noch Kritik? Schreibt es einfach in die Kommentare unten drin. Und übrigens, ich schreibe ein Buch, da habe ich jetzt angefangen. Das wird aber noch Jahre dauern, bis das fertig wird. Das wird nicht so ein Praxishandbuch wie von Simon Rausch. Das ist richtig gut, das Buch. Kauft das euch, wenn ihr es noch nicht gekauft habt. Das ist für Anfänger richtig gut. Nur meins wird eher so in die Richtung gehen, wenn ich das Buch lese, dann will ich unbedingt das Klarträumen lernen, das Hypen, was ich so in meinen Videos auch mache. Das soll es als Buch geben dann. Und ja, das wäre es von mir. Das ist die Roadmap 2016. Ich bin Kylonas und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und wie immer, bleibt klar. Ciao.